Als von Leuf. Also was wolltest du wissen? Was ist jetzt mit dem Thurgau? Der Thurgau ist hier wieder nicht vertreten. Och, wir zwei sind da. Der Thurgau ist nicht vertreten. Aber wir zwei sind da. Sprechen wir Hochdeutsch. Also wir sind nicht vertreten am Sommernachtsfest der Internationalen Handelskammer Konstanz, die von Basel bis nach Lindau geht. Da sind viele Deutsche da, weit und breit kein Schweizer. Wir zwei sind da. Es ist erstaunlich, wie die Brücken, die einmal da waren, durch den Zweiten Weltkrieg abgebrochen wurden und man hat sie nicht wieder erstellt. Aber wir zwei sind da. Es fehlt dem Kanton Thurgau an einer außenpolitischen Perspektive. Wir zwei sind dran. Die Regierung hat keinen Außenminister. Das Dossier ist immer noch völlig stillruhend bei einem Beamten des Staatsschreibers. Aber es gibt Außenschattenminister. Kein einziger Regierungsrat wagt es, endlich als Außenminister die Grenze zu überschreiten. Darum machen es wir. Heute finden zwei Ereignisse statt in Konstanz. Sommernachtfest, IHK und 75. Geburtstag von Professor Bernd Rütters an der Universität Konstanz. Die Schweizer fallen nicht durch Anwesenheit auf. Wer ist Herr Rütters? Bernd Rütters war der Rektor der Universität Konstanz, wohnt seit langem im Thurgau, hat eine bekannte Dichterin aus dem Bündnerland geheiratet, ist darum eine Art Doppelbürger, der eigentlich Brücken herstellen sollte, aber in der Schweiz ist er ein Deutscher und in Deutschland auch ein Deutscher. Man muss Doppelbürger sein in der Zukunft. Jetzt hast du ja noch die Moderation zugesagt, gell, für den 25. April 2006. Was wird dort gemacht? 175 Jahre, erste liberale Verfassung im Thurgau. Gut, also das ist ganz wesentlich, dass das einmal klar gemacht wird, dass der Thurgau durch lange, jahrhundertelange Untertanenplagerei in einer Art Trotzreaktion sich befreit hat, äußerlich zuerst 1798 und innerlich in einer gewaltigen Bewegung der Regeneration. Die erste Volksversammlung der Basis fand in der Kirche Weinfelden statt unter Führung von Pfarrer Bornhauser. Und daraus ist entstanden die erste liberale Verfassung eines schweizerischen Kantons. Der Lugano war noch ein bisschen, also Tessin war früher. Nein, das ist eine große Lüge. Das ist keine echte Verfassung gewesen. Das war nur ein Verfassungsvertrag. Man muss unterscheiden zwischen einer Verfassung, die Gültigkeit hat durch Volksabstimmung, und einem Vertrag, der abgemacht wird unter Leuten, die einfach kooperationswillig sind. Okay, sehr gut. Reden wir noch über die Gegenwart. Also im Moment ist Europa auch wieder in einer seltsamen Situation. Wäre es wiederum nötig, diese liberalen Verträge zu erneuern? Nein. Die europäische Verfassung, die gemacht worden ist, ist eine relativ liberale, progressive, moderne Verfassung, die ist gefällt worden durch die Dummheit des französischen Staatspräsidenten, der nicht merkte, dass er seinem Volk nicht eine europäische Verfassung überstülpen kann, sondern dass der parlamentarischen Entscheidungskompetenz überlassen sollte. Und dieser Fehler rächt sich jetzt europaweit. Und in diesen Fehler hinein sind gesprungen in rasanter Eile die Bushmänner aus Washington. Und die haben ihren Ministranten in London, den Herrn Blair, der sehr geschickt das Ganze ausgenützt hat, denn die angelsächsische Macht lebt gut mit einer bisherigen Wirtschaftsunion Europa, verstärkt durch die militärische NATO, in der die Amerikaner das Sagen haben. Und so kommt das Unwahrscheinliche zustande, dass die Europäische Union an die Grenzen von Weißrussland, Ukraine und Moldawien vorstößt und gleichzeitig militärische Kräfte stationiert am neuen Eisernen Vorhang. Eine dänische Flugzeugstaffel ist stationiert in Vilnius, Litauen. Das beschwört natürlich russischen Widerstand herauf.
Und wir brauchen endlich in Europa Kooperation. Das Europäische Haus darf nicht gebaut werden mit Hilfe von amerikanisch imperativen politischen Führern. Ja, nimm einen Schluck. Sehr gut zurück. Also mach noch ein Wort zur Lage der Nation Deutschland. Ja, Deutschland ist wie immer die tüchtigste organisatorische Kraft der Welt. Besser organisieren als Deutsche kann niemand ein Fest oder sonst etwas, aber gleichzeitig sind sie die größten Fanatiker in der Politik. Und sie übersteigern dann jeweils mit Hilfe der Medien ihre ganzen Anliegen. Und so kommt eine sozialdemokratische Regierung in große Schwierigkeiten und sucht verzweifelt Hilfe beim Volk in einer neuen Wahl zwischen einem Herrn Schröder aus Niedersachsen, einem höchst gewandten Wahlkämpfer, und einer Frau aus dem Osten, einer Frau Angela Merkel, die mit dem Anhängsel der Bayern größte Schwierigkeiten haben wird, diese Wahl zu gewinnen. Ich vermute fast, dass in letzter Minute die Union wieder strauchelt an sich selber und dass dann die Regierung Schröder weiter regieren kann mit dem sehr aggressiven und flotten Außenminister Fischer als Leitfigur. Und Herr Lafontaine? Herr Gysi? Und Herr Lafontaine ist natürlich geschickt hineingesprungen und er verdirbt das Spiel, indem er nicht nur den Sozialdemokraten Stimmen wegnimmt, sondern wie man jetzt in Osten sieht, auch der CDU. Ja, unglaublich, dass diese verrückte Koalition von den 31% erhält im Osten und die CDU nur noch 29%. Also die Welt der blühenden Landschaften von Kohl ist weit ins Hintertreffen geraten. Denke ich an Deutschland in politischer Nacht, bin ich um den schweizerischen Schlaf gebracht. Ist das von dir? Das ist ein Zitat von Heinrich Heine, etwas abgewandelt. Also gut, aber du tust jetzt so, als hätte Herr Köhler schon entschieden. Also wird er Neuwahlen ansetzen, sagst du? Ich weiß nicht, was der Staatspräsident und seine Juristen herausfinden. Ich bin immer äußerst misstrauisch, wenn die Politiker das Heft den Juristen überlassen. Gut, ja. Andere Argumente. So.